So, einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Willkommen hier auf Let's J mit einer kleinen spontanen Session. GT Sport und ja, keine Ahnung. Gehen wir einfach mal rein. Daily Races. Hi Markus. Im Dark Purple Mika und los geht's. Mal schauen, was uns erwartet. Hey Rico. Schön, dass ihr dabei seid. Und auch nochmal hallo Spring, auch dir einen guten Morgen. Tja, ich habe ja eben noch auf SimJ Cattle & Crops Release-Version gestreamt, aber naja, der Funke ist nicht ganz übergesprungen, deswegen habe ich die Folge etwas früher beendet, nachdem wir das Weizenfeld besamt haben und mich jetzt nochmal entschieden, hier auf Let's J eine Runde zu spielen. Ich wollte eigentlich erst Borderlands 3 spielen, aber habe mir gerade gedacht, hey, Bock auf GTA. Ach, auf Gran Turismo Sport habe ich auch. Einfach mal die neuen Daily Races checken. Ja, und da sind wir jetzt. Brands Hatch Markencup, also irgendwie Toyota, Touring, Sport, was auch immer, fahren wir mal. Und schauen, was es so wird. Ah, ja, einfach mal starten, gleich geht's Rennen los. Einfach mal ein bisschen Erfahrung sammeln. Brands Hatch kennt man ja. Zumindest so ein bisschen. Toyota bin ich hier noch nicht gefahren. Aber ein guter Japaner. Oh ja, der fährt hier aber schon schwer auf jeden Fall. Da kommt der hier kaum aus den Potten hier. Naja gut, schauen wir einfach mal. Oh, hier anbremsen. Okay. Nein, das war nix. Oh, das war gar nix. Okay, das war nix, Leute, zugegeben. Alles klar, also der Wagen. Oh, was ist jetzt los? Ist auf jeden Fall extrem schwerfällig.
So, das kann ja was werden hier brennen. So, erstmal ein bisschen auf Temperatur bringen die Kiste. Okay, Rico, viel Spaß. So, ist das hier die lange Version? Ja, die lange. Also quasi, wenn man so möchte, die Grand Prix-Version. Wow. Ja, also ob ich hier noch eine geile Qualifying-Zeit raushau, oder ob ich überhaupt eine gute Qualifying-Zeit raushau, das ist natürlich eine ganz andere Frage, aber ja, mal schauen. Hauptsache ein bisschen Unterhaltung noch, ne? Ein bisschen streamen, ein bisschen Spaß. GT Sport ist auf jeden Fall schon ein klasse Game. Und wir wollen ja halt hier jetzt auch im Multiplayer-Modus mal ein bisschen mehr GT Sport zocken. So, hier darf ich den Körper attackieren, ja. Ich weiß hier gar nicht, diese Pylonen, was ist, wann ich da bremsen soll. Okay, da kommt das Heck ein bisschen. Also macht schon Spaß zu fahren, aber gar nicht so einfach. Der ist schwer, der ist langsam und das Heck kommt dann auch, wenn es kommt, kommt es heftig. So viel kann ich schon nach einer Runde sagen. So, kriege ich überhaupt noch eine gezeitete Runde hin? Ich glaube nicht. Ach du Schande, das wird der letzte Startplatz, so viel ist mal sicher. So, ich glaube, hier soll man auch schon... Oh, mein Ghost Car hat mich ja gerade total schockiert. So, hier zweiter oder erster Gang. Bisschen angasen. Oh. Ich glaube, wenn man die richtig nimmt, kann man die auch hier im dritten mit ordentlich Schwung nehmen. SimJay heißt der zweite. SimJay.de, genau wie Let'sJay.de auf Twitch, SimJay.de geschrieben. Das DE soll einfach für Deutsch stehen oder Deutschland. Also SimJay einfach eigentlich. Oh verdammt, ich glaube, die Runde krieg ich nicht mehr gewertet. Da steht ja schon warten, bla bla bla, Spieler. Hier auch nochmal über den Curb drüber und... Zack. Ja, also die Kunst ist hier echt mit diesem langsamen Wagen schnell zu fahren. Richtig das Gewicht in die Kurve zu legen und dann Feingefühl mitzubringen, dass man hier das Gewicht auch wieder ordentlich aus der Kurve rauskriegt. So, ich denke, wie gesagt, nicht, dass ich da noch die Runde fertig kriege. Die wäre auf jeden Fall deutlich besser als meine erste, aber auch bei weitem noch nicht eine Glanzleistung. Ja, schöner Toyota, also dieses typische japanische Konzept. Und, oh, wir kriegen sie gewertet, cool. Oh, okay, jetzt ist die Frage, kurz nach der Ziellinie, ob ich die jetzt noch gewertet krieg. Nein, oder? Nee, habe ich nicht gewertet bekommen. 2:10. Ja, 10 Sekunden hinten dran, alles klar. Ja, schade, die wurde nicht gewertet, aber dann wahrscheinlich fürs nächste Rennen. Ansonsten, wir fahren ja eh vom nächsten Rennen nochmal Qualifying. Ja, und dann habe ich gesehen, gibt es auch noch zwei andere Daily Races, die sind interessant. Und zwar gibt es Formula auf Red Bull Ring. Das ziehen wir uns auch noch rein, sofern ich mir ein Formula Car leisten kann. Rico, keine Ahnung, ob ich Zeit habe. Wenn dann abends. Morgens spielen wir ja Ravenport Singleplayer auf SimJay. Aber danke fürs Angebot schon mal. Also wie gesagt, wenn dann abends, wenn das bei dir passt. So, ich starte als letzter mit 10 Sekunden. Naja gut, ich weiß gar nicht, was haben wir denn eben für eine Zeit gefahren, die zweite. Waren das schon so zwei Minuten rum? Keine Ahnung. Lassen wir uns mal überraschen, Leute. Oh, was blinkt denn jetzt mein Telefon, Mann?
Ah, okay. Guten Tag, sagt er. Ach, man hätte noch Warm-up fahren können. Tja, hinterher ist man immer schlauer. So, Rennen startet in Kürze. Ja, Rico, ich schau mal. Wenn ich Zeit habe, komme ich vorbei. Aber mal schauen. Auf jeden Fall schon mal viel Spaß. So, Leute, los geht's. Ja, kann nur besser werden. Wir starten als Letzter. Also, große Ziele habe ich natürlich eh nicht. Aber wenn ich, sag ich mal, Vorletzter werde, wäre das ja schon mal eine Leistung. So, auf jeden Fall ein schöner Japaner hier. Start war nicht so schlecht. Und los geht's. Oh ja, da haben einige schon hier Probleme. Wie gesagt, oh ja, da, ja, gar nicht so einfach zu fahren, die Kiste. Wenn die einmal was verliert, dann richtig. Also ein Grip wegen der. Also ja, der ist schon schwer. So, und da waren wir dann siebter, aber Konkurrenz hinten hart. Oh, die Reifen, ja. Oh, da kommt er hinter mir hart raus. So, und wir saugen uns weiter ran hier. Brands-Hatch natürlich auch nicht so einfach zu fahren, muss man auch nochmal fairerweise dazu sagen. So, der Rechte hier gibt auch alles. Und zwar neben der Strecke. Was haben wir hier für ein Feines? Oh, der Weiße da hinten, da saugt er sich hart an mir vorbei. Naja, gut. Ist sein gutes Recht, ne? Ist er besser aus der Kurve gekommen? Ist wahrscheinlich einfach der schnellere Mann. Schon okay, wir sind ja hier fair. Wie viele Runden fahren wir eigentlich? Drei Runden. Oh, da hätte ich besser nicht auf die Runde geguckt. Da hätte ich ihn fast verloren gerade. Boah, so, der da vorne hat Strafpunkte. Das heißt, der muss nachher in der Zone vom Gas. Da kommen wir also dran vorbei. Und hier auch harter Verbremser von Mr. Orange. Boah, ja, Japano-Style, Baby. Drei Runden, ob ich da vorne bleibe. Sag mal, wird hier eigentlich in dem Game auch Schaden simuliert? Weiß das einer von euch? Wenn man dann halt irgendwo neben der Strecke einschlägt, ist der Wagen dann am Arsch oder nicht? Oh, verdammt, da kommt wieder einer von hinten. Alter, warum sind die denn so schnell, Heddy? Naja, gut. Ja, das verstehe ich nicht, weißt du? Die können nicht fahren, wie man sehen kann, aber sind trotzdem schneller als ich, also. Ja, das sieht man immer, ne? Schnell fahren ist nicht automatisch gut fahren und gut fahren ist nicht automatisch schnell fahren. Wenn ich doch nur beides könnte. Aber ich glaube, beim Rennspielen meine Schwäche ist auf jeden Fall immer mein Speed und meine Stärke ist die Konstanz und meine saubere Fahrweise. Okay, das war jetzt auch nicht so gut hier. Oh, da kommt er kaum aus dem Keller, der Toyota. Hätte ich vielleicht nur mal kurz den zweiten aus der Kurve raus und dann Gas geben. So, fünfter Platz, aber das werde ich wahrscheinlich nicht halten können. Oh shit, ist der unruhig auf der Hinterachse. Boah, hey, einmal vom Gas kommt das Heck und man muss es wieder angasen, um es zu stabilisieren. Also schon, ja, typisch japanisch, würde ich sagen. Die stehen ja aufs Driften. Also haben die auch eher hecklastige Autos, macht Sinn. Oh ja, da arbeitet die Maschine. Aber man muss natürlich dazu sagen, ihr habt es ja gesehen, ich habe zwei Runden Training.
Und dann war es auch noch Zeittraining, dafür läuft es auch ganz ja, ganz gut, wollte ich sagen. Fuck, einer zu tief. Nicht den Motor jetzt schrotten in der letzten Runde. Wir haben auf jeden Fall harte Konkurrenz da von Mr. Orange. Der kommt wieder hart. Oh ja, der kommt richtig hart. Der will den fünften Platz. Jetzt, ja, okay, jetzt gehe ich schon mehr ans Limit, aber das ist ein Ritt auf der Kanonenkugel. Man merkt hier richtig schön, ja, man merkt hier richtig schön, wenn der Wagen am Limit ist, und man kann richtig merken, wenn er jetzt über dem Limit ist, dann ist es vorbei. Oh, ich bin Vierter, was ist denn da passiert? Ist einer ausgeschieden, so wie es aussieht? Na gut. So, jetzt keinen groben Fehler mehr hier. So, ich denke, das werde ich wohl ins Ziel retten. Vierter Platz. Schade. Dritter wäre noch besser. Podium und so. Aber nice. War, ja, lief gut. Yeah. Yeah, baby. Vierter Platz vom letzten ist doch ganz okay. Hi, Dark Typhoon. Schönen guten Tag. Wie geht's? Wie steht's? Ja, coole Sache, Leute. Oh, tatsächlich, man kann ausschalten. Hier rechts seht ihr DNF. Oh, ich habe mir Vollfall geschaltet. Unfallfreies Rennstufe 1. Also vier Leute sind ausgeschieden. Das ist gut, dass man ausschalten kann. Na, Dark Typhoon, alles klar? Ja, da wird mir die Hand geshakt. Also, schöner Toyota auf jeden Fall. Ich wollte sagen sportlich, aber eigentlich das Gegenteil. Fährt sich sehr weak, aber sowas gefällt mir. Ich bin auch gerne in iRacing den Mustang Cup früher gefahren. Der Mustang, auch so ein Kandidat, fährt sich auch sehr schwerfällig, aber macht Spaß. So, coole Sache. Okay, dann haben wir das Rennen im Kasten. Da trinke ich doch mal ein Schlückchen. Ja, cool. Dann ich habe auf jeden Fall vor, hier auch eine oder, wenn ich Zeit habe, sogar beide Serien mitzufahren. Die eine startet morgen. Schauen wir doch mal. Ich würde gerne mal gucken, was denn da für Strecken gefahren werden. Was mich halt nur an GT Sport ankotzt, ist, dass die halt teilweise, die haben viele Originalstrecken, aber teilweise auch so Fake-Strecken fahren. Zum Beispiel Kyoto Driving Park. Da bezweifle ich doch hart, dass es das gibt. Ich muss halt mal rausfinden, wie viele Rennen ich von diesen Rennen hier mitfahren muss, um gewertet zu werden. Ich hoffe ja mal nicht alle. Bei iRacing zum Beispiel, da hast du 3 Monate pro Saison, und wenn du 2 Monate fährst, kannst du dir den 3. Monat schenken. So, wenn das hier so ist, das wäre auch gut, weil dann würde ich die Fake-Strecken so gut es geht skippen und nur Original-Content fahren. Also der erste hier, den kann man schon mal fahren, die Strecke gibt es. Es wäre dann GT4 oder Gruppe 4, wie es nennen. Dann GT2 Red Bull Ring, auch interessant. GT3 auf Spa, auch sehr gut. Dragon Tail Gärten gibt es bestimmt nicht. Oder ist es irgendwas für Gärtner und nicht für Rennfahrer? Audi e-tron, krass, bin ich auch noch nicht gefahren. Fuji, ja, bin ich auch dabei. Autodromo wäre ich dabei. Dragon Tail Küste, kannst vergessen, Junge. De La Sarte, okay, bin ich auch dabei. Und Nürburgring auch. Also so gesehen müsste ich nur 1, 2, 3 skippen. Hoffentlich geht das. Ich muss mal einen fragen, dass ich mit GT Sport auskennt. Und die andere Serie wiederum, die fängt dann am Mittwoch an, wenn ich mich nicht täusche. Ach so, was ich auch nochmal gucken wollte. Wie lange hat man denn eigentlich Zeit hier für eine Rennen? Ein Ding geht eine Woche, gell? Ja, eine Woche. Ah ja, gut, eine Woche. Also wie ein iRacing, eine Woche, eine Strecke. Das ist sehr gut.
Hi, Unit-Schlumpf, auch dir. Schönen guten Tag, wie geht's dir stets? So, und dann schauen wir nochmal hier kurz. Und auch hier eine Woche perfekt. Also erste kann ich direkt, also nächste Woche kann ich direkt kicken, weil Dragon Tail Küste, nee, danke. Monster, Gruppe 4, übernächste Woche wäre ich dabei. Zu Kuba gibt's auch, soweit ich. Ja, natürlich gibt's, die bin ich ja schon gefahren. Also auch dabei, Alsace, Dorf, nö, danke. Fuji bin ich dabei, Good World Motor Circuit. Ich glaube sogar, den gibt's, aber da werden, glaube ich, keine Rennen gefahren. Das ist nur, um so klassische und Oldtimer vorzustellen, wenn mich da jetzt nicht alles täuscht. Also werde ich wahrscheinlich auch skippen, weil nicht realistisch. Barker bin ich dabei. Den gibt's auch nicht. Den wiederum gibt's und den gibt's auch. Cool, das ist hier reine Gruppe 3, Gruppe 4, also auch nice. Ja, nice, doppel nice, um es so zu sagen. So, dann gucken wir jetzt mal. Daily Race Nummer 2 wäre dann, ja, wie gesagt, das würde ich auch fahren, aber die Strecke hier, Sardegna, glaube ich jetzt nicht, dass die gibt, kenne ich nicht. Auf jeden Fall sieht es hier eher nach Farming Simulator aus. Und da wäre ich dabei, aber. Ich glaube, ich kann mir diesen Superformular noch gar nicht leisten. Oh, wie geil, Superformular. Ja, und wo kriege ich die? Oh, hoffentlich kann ich mir den leisten. So, das heißt, ich muss zurück ins Menü. Das hätte man auch besser machen können, dass man direkt da in-game das kauft. Dallara brauche ich. Das ist italienisch. Schauen wir mal, ob wir uns den leisten können. Part 1 bis 4. Ach so, Gran Turismo. Ja. Ja, also es ist halt voll für Multiplayer ausgelegt. Die haben aber nachträglich auch Singleplayer-Content dazugefügt. Ich habe lange nur Singleplayer gespielt. Fährt man halt auch schöne Rennen gegen AI, so wie man es von Gran Turismo gewöhnt ist. Also macht auf jeden Fall auch Spaß. So, Dallara. Wo gibt's denn hier Dallara? Gibt's hier gar nicht so direkt. Aber Dallara ist doch. Ist doch italienisch oder nicht? Oder muss ich da tatsächlich bei Japan gucken? Superformular, okay, das heißt einfach Superformular, ja, okay. So, Achtung, was haben wir? Wir haben 468.000 und schauen wir mal. Oh nee, was ein Abfuck, Alter. Kann ich nicht einen Kredit aufnehmen? Ich will auf jeden Fall Super Formula fahren jetzt. Und zwar für Honda. Oh, bitte. Mach's möglich. Lass mich Super Formula fahren. Wo kann ich das kaufen? Okay, habe ich irgendwas falsch gedrückt? Och nee, oder? Ich kann's. Wie kauft man das denn? Oder kommt da erst das Kaufen-Menü, wenn ich, verdammt. Wer kennt sich damit nochmal aus? Markus, was kanntest du dich damit nicht aus? Irgendeiner hat doch demnächst hier mir schon mal Tipps gegeben. Oh, mit Credit. Ach so, hier unten drauf. Ja, schön, dass hier gar nichts steht. Ja, genau. Ich kaufe mir das jetzt mal eben so viel Geld. Mit Spielekredits kauft, sie haben nicht genügend. Nee, nee. Ja, toll. Tja, so kann man den Spieler auch abfacken. Danke, Gran Turismo Sport. Tja. Was soll ich denn jetzt noch groß fahren? Ich kann ja nur Daily Races fahren. Ich will jetzt auch nicht den ganzen Tag nur Abholung. Bonus zur Abholung bereit. Ja, vielleicht ja mehr Geld. Ja, also dieses, keine Ahnung, diese unrealistischen Strecken wollte ich jetzt eigentlich nicht fahren. Ui, Stufe 16. Hey. Ja, nice. Sehr gut, Unit Schlumpf. Ja, ich brauche mehr Kohle, Leute. Habe ich eigentlich eben fürs Online-Fahren Geld gekriegt? Habe ich gar nicht drauf geachtet, aber müsste, oder? Müssen wir doch auch Geld kriegen.
Oh, ich merke gerade, ich hätte viel früher mit GT Sport anfangen sollen. Dann hätte ich jetzt alles. Ich kann was posten. Ja, nice. Na gut, dann haben wir das jetzt. Oh, Belohnung freigeschaltet. Ja, nehme ich. Aber mehr Geld würde ich auch nehmen. Ach ja, das ist ja fies, ey. So, dann gucken wir uns noch mal kurz an, aber ja, viel mehr gibt es hier nicht. Die anderen zwei starten erst morgen bzw. nächste Woche. Und diese unrealistische Strecke hier will ich eigentlich nicht fahren. Och, wie blöd. Oh, 15 Runden, das wäre ein Traum. Oder soll ich vielleicht, ich guck mal, ob ich jetzt in-game, ohne dass ich jetzt groß rumhacken muss, diesen Super Formula kaufen kann. 3 € ist er mir dann fast wert. Wer möchte, kann ja gern was donaten oder ein Abo dalassen, dann hätte ich ungefähr die 3 € wieder drin. Auf jeden Fall den von Honda, ich bin Honda-Fan. Zum PlayStation Store. Ja, mal sehen, ob das jetzt alles automatisch geht. Wahrscheinlich. Ja. So, meine Freunde, da bin ich wieder. Es ging tatsächlich ganz unproblematisch und da ist die Kiste. Oh yes, geil. So, dann kann das Rennen ja kommen. Super Formula ist nicht schlecht. Man könnte eigentlich sagen, interessanter als. Naja gut, interessanter als die Formel 1, das kann man natürlich jetzt so oder so sehen. Auf jeden Fall ist die Super Formula Serie auch cool. Ja, Unit Schlumpf, vielleicht ist ja dann. So, natürlich haben wir das Rennen jetzt verpasst, egal. Dann fahren wir halt Qualifying bis zur nächsten Teilnahme. Ja, 13 Minuten, dann fahren wir so. Gucken wir uns mal die technischen Daten an. Rennen mittel, Rennen hart, was? Mindestreifenbewertung. Okay, was? Treibstoffverbrauch im Hauptrennen dreimal. Oh, vielleicht ist es ein Rennen mit Boxenstopp. Auf jeden Fall bei dem Rennen gibt es dann endlich auch mal Kraftstoffsimulation und Reifensimulation. Bei diesen einsteigerfreundlicheren Rennen ist es immer noch deaktiviert, aber ich bin der Meinung, man merkt trotzdem einen Unterschied in den Reifen, je nach Runde. Also zumindest mal was den Luftdruck und die Wärme angeht. Das merkt man auf jeden Fall. So, was könnte ich denn hier noch groß konfigurieren? Wir gehen erstmal rein, fahren mal ein paar Runden. Ja, der geht schon ganz anders ab als der Toyota eben. Oh ja, und auch wenn da links aus irgendwelchen Gründen ABS gelb ist, ich hatte gerade kein ABS, ich hatte gerade stehende Reifen, Räder. Ja, Red Bull ist auf jeden Fall für den Formelsport und auch allgemein für den Motorsport eine sehr schöne Strecke. Immer spannende Rennen, fährt sich gut. Oh, guck mal, ich geht hier fast auf 300 hoch. So, hier jetzt erster oder zweiter Gang. Weiß gar nicht, wie die Rigo, also wie die Specs im Moment bei den Super Formula sind, muss ich mir nachher mal durchlesen auf Wikipedia, ob die auch V6 Turbos haben. Ich weiß gerade gar nicht.
Motor fühlt sich auf jeden Fall schön giftig an hier. Oh, fast die Kurve verpasst. Naja gut, das ist hier auf jeden Fall dann schon ein Rennen für bessere Leute, aber ich hoffe halt mal, dass ich da auch als Anfänger eine Chance habe. So. Aber mal gucken, wie das jetzt hier mit der Reifensimulation ist. Ja, und vor allem, wie ist es mit dem Kraftstoff? Muss ich den jetzt auch für Qualifying Setup, muss ich da jetzt weniger Kraftstoff reinmachen? Ach ja, und wie ist es überhaupt mit dem Boxenstopp, falls es einen gibt? Muss ich da einfach in die Box fahren? Da habe ich überhaupt noch keine Erfahrung mit. War extrem spät hier auf der Bremse. Also das Zischen hört sich schon irgendwie nach Turbo an, so ein bisschen. Ich hoffe, ihr könnt das hören. Schön drüber gebügelt. So, dann schauen wir. Oh, ich habe ja auch einen Push-to-Pass-Button. Überholen. Da rechts oder was das heißen soll. Ey Mann, ich habe keine Ahnung, wo ich da drauf drücken muss. Boah, ist das kompliziert. Passiert, wenn ich da drauf drücke, nix. Oh, verdammt. Okay, Runde verkackt, logischerweise. Ne, da passiert hier zumindest im Qualifying jetzt erstmal gar nichts. Naja, gut, jetzt habe ich fast alle Knöpfe durch, aber das muss nichts heißen. So, bald können wir uns fürs Rennen anmelden. Ein paar Runden fahren wir noch. Ich versuche auf jeden Fall nach der Runde noch mal richtig zu schießen hier, aber ich glaube, Qualifying ist Reifen und Kraftstoff nicht an, so dass man immer eine Hotlap fahren kann, aber ich weiß es halt nicht, alles nur Mutmaßungen. So, ich guck gleich mal in den Chat rein. Jetzt erstmal eine Runde hier fliegen. Hoffentlich. Oh, die war schon zu weit außen. Aber ordentlich mit Swing rein. Noch sind wir vorne. Nein, okay, da habe ich den Reifen zu überstrapaziert. Oder da gucke ich mal in den Chat. Ja, Österreich, richtig. Ist, wie gesagt, sehr schöne Strecke. So, noch einmal probieren und dann schauen wir mal, ob wir schon im Rennen teilnehmen können. Also tatsächlich habe ich jetzt das Gefühl, der Reifen ist nicht mehr so krippi wie eben noch. Aber vielleicht bilde ich mir das echt ein. Aber gut, 1-2 schnelle Runden haben wir ja hingelegt. Mal schauen, für was es dann im Qualifying reicht. Also ich habe ja echt die Befürchtung hier, das Rennen, das wir gleich joinen, da fahren dann nur noch gute Leute. Also auch hier gilt wieder, Ziel ist nicht Letzter werden, da bin ich happy. Und vielleicht auch, wenn wir im Qualifying nicht Letzter werden, wäre ich auch schon happy. Boah, da war das Ghost Car aber voll im Weg.
So, hier sind wir auch gut rausgekommen. Wenn ich mich jetzt nicht verbremse oder den Reifen überstrapaziere, wenn ich die Kurve nehme, dann könnte es eine neue Top-Zeit werden. Oh ja, der Honda, da arbeitet er. Na, Leute, ich bin extrem gespannt aufs Rennen, vor allem 15 Runden, das ist dann schon mal was anderes. Und eventuell, also auch noch, na, Reifen- und Kraftstoffsimulation, eventuell Boxenstopp, keine Ahnung, aber geil auf jeden Fall. Ich freue mich drauf, solange ich nicht chancenlos Letzter werde, was ich nicht hoffe. Ja, und morgen geht dann hier Championship los. Boah, da ist er aber rangekommen, mein Ghost Car, aber trotzdem. So, komm, eine Runde hängen wir noch dran. Da geht noch was. Oh ja, leicht über den Curb, egal. Noch sind wir vorne, aggressiv hier, aggressiv. Auch schön spät auf der Bremse. Ja, die Reifen freuen sich, man hört's. Ja, hier liegen schon Marbles auf dem Boden. Also Strecke wird auch dreckiger, so wie es aussieht. Deswegen vielleicht auch dieser Grip-Unterschied, den ich verspürt habe. So, wenn ich jetzt die letzte Kurve wieder ordentlich mit Schwung nehme, dann wird es eine super Zeit. Ho, 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 ho. Okay, wird eine super Zeit. Also was heißt eine super Zeit für meine bescheidenen Verhältnisse? So bekomme ich denn? Nein, das war die falsche. Ups. Entschuldigung, Leute, da habe ich die falsche Taste gedrückt. So, verlassen. Hi Tauli, vielen Dank. Und dir wünsche ich natürlich einen schönen Morgen. Ich glaube, du bist auch das erste Mal hier. Dann willkommen. Und ja, später bremsen. Ja, könnte ich mal probieren. Schauen wir mal, was jetzt so auf jeden Fall hier bei der Zeit rauskommt. Ja, freut mich. Verdammt, ich habe immer Tauli. Ist Tauli richtig? Mein Laptop ist. Steht ein bisschen, mein Desktop steht, ach, mein Tablet steht ein bisschen weiter weg. Tauli, vielen Dank für dein Follow. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Danke fürs Zuschauen. Schön, dass du auch in den Chat reingeschaut hast. Und ein Let's J Boom Baby für dich. Freut mich auf jeden Fall. Danke für die Unterstützung. So, jetzt nochmal gerade den Chat checken, beziehungsweise halt, stopp. Dings hier teilnehmen am Rennen. Nicht, dass ich das noch verpasse. Rennteilnahme. Ah, okay. 2 Minuten. Ja, da haben wir Zeit zum Chatten. So, nochmal den Chat checken. Oh Mann, da wird ja einiges geschrieben hier. 5 Minuten vom Red Bull Ring. Coole Sache. Ja, ich bin tatsächlich einer der wenigen, die die Nordschleife überhaupt nicht interessiert, beziehungsweise die die Nordschleife meiden, so gut es geht. Also Le Mans, Nordschleife, das sind so zwei Strecken, die mag ich gar nicht. Ich weiß, da bin ich die Ausnahme. Aber einen Red Bull Ring mag ich dafür sehr. Und ja, wie gesagt, Tauli, ja, später bremsen. Ich muss noch viel lernen. Ich bin hier in Gran Turismo Sport absoluter Anfänger. Ich hoffe jetzt auch bei dem Rennen, dass da genug Leute mitfahren, dass ich in einen Crit komme, wo ich einigermaßen nicht chancenlos bin. Also wenn ich im Qualifying, sag ich mal, Vorletzter, Drittletzter werde und dann im Rennen auch so irgendwie da
mich halten kann, bin ich schon mal zufrieden. Ja, ich versuche ja ein bisschen Gas zu geben, Scheitelpunkt der Kurve, aber muss man halt auch aufpassen, dass man, dass das Heck nicht ausbricht. Wobei jetzt gerade habe ich gesehen, war hier Traktionskontrolle an. Das wäre mir eigentlich lieber, wenn die aus ist. Dadurch wird es halt nochmal schwerer, dadurch steigen aber meine Chancen, weil ich halt eher ein sichererer Fahrer bin. Und andere Leute neigen dann vielleicht, die aggressiver fahren, eher dazu, sich rauszutreten. Das würde mir eigentlich eher in die Karten spielen. Deswegen, ich mag es eigentlich gar nicht, wenn auch wenn irgendwelche Ligen Fahrhilfen anhaben und so. Das hasse ich sowas. Also zum Beispiel bei diesen Formel 1 Spielen von Codemasters, diese ganzen Ligen, wo halt, ja, bei vielen Ligen sind halt Fahrhilfen drin und dann versuchen die das immer zu begründen, sich zu rechtfertigen. Ja, weil mit dem Controller kann man es ja nicht anders spielen. Oder ja, ich habe Probleme, sonst drehe ich mich immer raus. Oder ja, da nutzen sich die Reifen zu schnell ab. Ja, so ist es aber nun mal. Dann bist du auch kein guter Rennfahrer, wenn du das nicht im Griff hast ohne Fahrhilfen. So einfach ist das. Deswegen, Fahrhilfen aus, da bin ich Freund von. Aber ich weiß, in den späteren Ligen und wahrscheinlich auch in der Meisterschaft wird ja, denke ich mal, die Fahrhilfen aus sein, beziehungsweise so nach Reglement sein, wie die in echt sind. Aber in Formelfahrzeugen hat man eigentlich nie ABS und Traktionskontrolle. Meines Wissens nach schon gar nicht in der Superformula. Tauli, das zweite Mal. Ich habe am vergangenen Wochenende mal eine kleine Folge gemacht, auch mit Daily Races. Da bin ich das erste Mal gefahren. Kannst du ja auch auf meinem Let's Share YouTube-Kanal angucken, wenn du möchtest. Und heute das zweite Mal. Wir sind eben schon das Markenrennen im Toyota auf Brands Hatch gefahren. Da bin ich Vierter geworden. Das hat Spaß gemacht. Ja, mal gucken. Jetzt fahren wir hier quasi ein etwas ernsteres Rennen. Oh. So, aber wir haben ja noch Zeit. Boah, nochmal 15 Minuten. Okay, ja, aber ist gut. Ich meine, das ist halt auch ein seriöseres Rennen. Also, dann können wir auch mal gucken, ob wir da noch was bei der Setup machen können. Nee, ich meine schon bei F1, Markus. Also, da habe ich viele Leute kennengelernt, die genauso argumentieren. Ja, und bei Raceroom und so, da gehört es auf jeden Fall aus. Das ist ja ein richtiger Simulator. Also, wer dann Raceroom und so mit Fahrhilfen fährt. Also da kann man mich jagen. Bei so Leuten würde ich nie mitfahren. Übrigens, wir haben die erste Folge Raceroom DTM 2020 Championship auf SimChay veröffentlicht, für alle, die es interessiert. Freies Training, Qualifying und das erste Rennen, wo wir jetzt gerade von Raceroom reden. Habe ich Anfang der Woche aufgenommen, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Mir gefallen die neuen DTMs mit Vierzylinderreihe sehr gut. Moment mal, warum ist denn da gerade schon einer lang gefahren? Fahre ich hier etwa nicht alleine? So, Fahroptionen. Was sind Fahroptionen? Kann ich die ändern? Ne, laut Reglement mit Mittel. Ah, ich kann die Traktionskontrolle ausschalten. Ja, aber gut, wenn das nicht bei allen ist, dann mache ich mir ja automatisch Nachteile. Das ist auch wieder blöd. Das ist, naja, gut, ich lasse es erstmal so. Wie gesagt, ich bin mir sicher, es gibt später Rennserien, wo das dann aus ist. Weil wenn ich jetzt die Traktionskontrolle ausmache, habe ich ja noch mehr Nachteile und die Leute fahren mir wahrscheinlich für Starkregen. Und die härtere Mischung kann ich drauf machen. Ich fahre mit mittleren Michelin. So, Brems, okay, da kann ich zumindest was ändern, das ist okay. Hier ist alles gelockt. Also im Prinzip kann ich nur die Bremsbalance verändern, die gefällt mir aber. Damit sind wir jetzt eingefahren. Das ist in Ordnung. Da würde ich sagen, fahren wir nochmal Qualifying. Wo steht denn hier die Zeit eigentlich? Wie lange es noch geht? Ah, da oben. 13 Minuten. Ja, da kann man nochmal einen heißen Reifen fahren, Leute. Ja, Tauli, klar, sag mir, was du dir darunter vorstellst. Also mitfahren, wo mitfahren? Habt ihr auch eine Liga oder wie? Ja, Leute, okay, Vorteil theoretisch. Nee, warum? Ey, das müsst ihr mir mal erklären. Warum habe ich einen Vorteil, wenn ich Traktionskontrolle ausschalte?
Also eigentlich habe ich doch einen Nachteil. Es ist jetzt auf 2, ja. Weil, ich meine, ne, es drehen ja dann eher die Reifen durch und ich komme nicht vom Fleck und Traktionskontrolle regelt perfekt, dass die Kraft so gut es geht auf die Straße übertragen wird. Also hätte ich doch eigentlich eine bessere Beschleunigung aus langsamen Kurven raus. Und vor allem beim Start vom Rennen, als wie wenn ich Traktionskontrolle aus habe. Ja, die Leistung, Markus, wird nicht gekillt, aber die wird halt nicht auf die Straße übertragen. Die killt höchstens die Reifen, weil die Reifen dann durchdrehen. Also ist zumindest meine Theorie. Aber ich habe es mal auf 2 gestellt. Ja, und Tauli, lass ruhig mal hören. Wegen Zusammenfahren habe ich natürlich Interesse. Was hast du dir da vorgestellt? Bin ich natürlich offen für. So, jetzt erstmal mit 2. Schauen wir mal, wie das dann gleich läuft. So, da vorne dann am Ende der Geraden hier, da wird es dann das erste Mal interessant. Da wird man dann wahrscheinlich den Unterschied merken zwischen Stufe 2, Stufe 3 und Stufe 2 TKS. Vor allem, wenn ich hier jetzt mit dem ersten Gang raus beschleunige. Ja, ein bisschen merkt man es auf jeden Fall. Ein bisschen mehr Wheelspin, ein bisschen unruhigeres Heck, aber okay. Das wird was, Leute. Ich hoffe sehr, ich werde hier nicht kaputt gefahren. Zählt die Rundenzeit hier eigentlich? Ich glaube, die zählt noch nicht, oder? Nee. Jetzt zählt sie. Oh, zieht ganz gut voran. Tatsächlich sind wir jetzt auf Anhieb schneller. Ich weiß nicht, ob das an frischen Reifen liegt oder wirklich an der Traktionskontrolle oder ich habe einfach Glück gehabt, ein bisschen. Tatsächlich im Moment 2 Sekunden schneller, das gibt's ja gar nicht. Boom, Baby. Ah, der gute Honda, der hat einfach Power, meine Freunde. So, ich schaue da gleich nochmal in den Chat rein. Ja, da freuen sich die Reifen wieder. Boah, noch mal einer.
So, mal schauen, ob ich jetzt noch mal was hier rauszaubern kann. Oh, das war ziemlich hart an der Markierung. Aber scheinbar werde ich noch gewertet. Oh, wir haben uns selbst hier im Rückspiegel, der gute Jay saugt sich an uns ran sozusagen. Boah, und nochmal alles geben hier, schön Wheelspin raus, also Low-Level Wheelspin. Wir haben ja immer noch Traktionskontrolle auf 2, aber so ein bisschen Schlupf war da. Oh, jetzt die Tür zu machen, dass der Jay nicht an uns vorbeikommt, hey. Oh, und nochmal eine schnellere Runde, das gibt's ja gar nicht. So, jetzt mal sehen, ob es noch eine gibt, und dann schaue ich mal im Chat vorbei. Also mein Plan war, so lange hier schnellere Runden zu fahren, bis ich es nicht mehr schaffe, und dann schaue ich gleich mal wieder in den Chat rein. Moment, Leute. Noch sind wir vorne. So, das war für meinen Begriff schon ultra spät gebremst. Also man muss ja bedenken, im Rennen gibt es ja dann Reifenabnutzung, ne? Ich kann ja nicht hier so aggressiv das Rennen durchfahren. Also zumindest meine Vermutung. Vor allem, weil wir mit mittleren Compounds und nicht mit harten fahren. Aber ich habe halt keine Erfahrung. Mir fehlt hier die Erfahrung, wie nutzen sich die Reifen ab. Vor allem, wie fühlen die sich an? Wird es dann schwerer zu fahren, wenn die sich abnutzen? Wird es rutschiger? Laufe ich eher Gefahr, Unfälle zu bauen oder rauszufliegen? All das, da müssen wir halt echt jetzt gleich in 5 Minuten rum Erfahrung sammeln. Und schon wieder eine, das gibt's doch nicht. Eine Runde schneller als die nächste. Oh, jetzt hat er uns. So, Windschatten. Nein, ich bezweifle hart, dass das Ghost Car mir Windschatten gibt. Okay, da kommen wir jetzt nicht mehr ran. Aber die Runde fahren wir noch zu Ende. Und dann gucke ich in den Chat rein, versprochen. Ich könnte ja vielleicht auch noch mal auf Toilette gehen vorher. Wäre vielleicht keine Idee. 15 Runden, das ist schon ein bisschen Zeit, die da. Das ist schon eine Menge Wasser, das den Fluss runter plätschert. Oh, nee. Oh, nee. Oh, viel zu weit nach außen. Im fünften bin ich die gefahren. Ich bin ja crazy. Kein Wunder, dass ich da so weit nach außen getragen wurde. Und jetzt ransaugen hier, ransaugen. Naja, gut. Da wollte er einfach zu viel. Der. Oh, jetzt habe ich schon wieder. Mann. Jetzt habe ich schon wieder den falschen Knopf hier gedrückt auf dem Lenkrad. Entschuldigung, Leute. So, verlassen. Das sollte ja nichts passieren, denke ich. So, dann gucken wir nochmal in den Chat rein. Oh, ja, tatsächlich. Ach, ich krieg sogar fürs Qualifying Geld. Wie schön. Aber das dauert, bis ich da auf die 100.000, 1 Million gekommen wäre. Ja, wow. Und da geht's hier sowas von nach vorne. Aber sowas von. So, alles klar. Dann muss ich hier jetzt noch was machen? Nee, oder? Verlassen. Wollen Sie die Teilnahme abbrechen? Nö, eigentlich will ich die Teilnahme nicht abbrechen. Leute, wenn ich jetzt hier in dem Ding drin bleibe, passiert nichts, oder? So, jetzt nochmal gucken. Ja, Markus, das Problem hatte ich auch. Also, ja, super Formel, aber macht ja nichts. Zweimal nach rechts und nach unten.
Ja, aber Bremsbalance bestellen ist doch auch so eine persönliche Präferenz, oder? Jeder mag es doch anders. Die einen mehr vorne, die anderen mehr hecklastig. Nee, Tali, ist in Ordnung. Du kannst so viel reden, wie du willst. Ich bin für Tipps dankbar. Naja, okay. Also TKS werde ich mich mal rantesten. Rico auf der Konsole, wie man da Mods kriegt, da in dem Mod-Menü, einfach auswählen, downloaden und dann neu starten oder beziehungsweise das Game macht es dann schon. Und dann kannst du in deinem Save-Game anklicken und hast sie. Okay, Talina, das kann ja was, Tauli meine ich, das kann ja jetzt was werden mit Reifenabnutzung. Ja, und Tauli, was meintest du mit mitfahren? Ich hab's wohl im Chat überlesen. Ich guck ja hier auf dem Tablet, daher weiß ich's nicht. So, ich geh mal ganz kurz. Eine Minute noch, das schaffe ich. Ich geh noch mal ganz kurz auf Toilette, bis gleich. So, just in time. Zurück. Oh, jetzt wird's spannend, Leute. Jetzt wird's spannend. So, nochmal Chat schnell checken. Ach so, während dem Rennen. Ah. Ja, das ist mir alles krass kompliziert zu. Ich fahre jetzt einfach mal mit dieser Voreinstellung TKS2 und der Standard-Bremsbalance das Rennen und hoffe, dass ich schön mit meinem smoothen, langweiligen, langsamen Fahrstil die Reifen ein bisschen schonen kann und dann Action. Oh, und vor allem, dass ich nicht letzter bin. Achtung, jetzt Qualifying alle so 10 Sekunden schneller. Ah, ich bin nicht letzter, geil! Aber, oho. Oho, kann ich da nur sagen. Aber nicht letzter, Leute. Eigentlich happy, aber. Also, ursprünglich hätte ich hier eine 1,20. Ja, gut, das ist die Frage. Wäre ich dann in dieses Crit gekommen? Oder wäre ich mit einer 1,20 in einen Crit gekommen, wo schlechtere Leute sind, wäre dann weiter vorne gewesen? Das könnte ich mir auch vorstellen. Danke. Ebenso. Muss ich hier eigentlich einen Boxenstopp machen? Und muss ich irgendwas machen, wenn ich. Oder muss ich nur in die Box fahren? Ja, GT3 werden wir auch fahren, spätestens wenn die Meisterschaft anfängt. Da können wir dann gern zusammenfahren, Markus. So, es geht gleich los. Ich mach gar nichts. Ich fahre einfach und wenn ihr sagt Box, dann fahre ich in die Box. Reifenanforderungen hart oder mittel? Wir fahren mit mittel. Also mein Plan ist, wir fahren durch mit mittel, aber wahrscheinlich wird mir das Spiel dann Strich durch die Rechnung. Ups, Entschuldigung. Ein Strich durch die Rechnung machen. So, ja. Immerhin nicht letzter, aber ich glaube, das Feld ist für mein Skill schon zu krass. Also ich glaube, wäre ich mit einer 1,20 hier angetreten, wäre ich in ein anderes Crit gekommen. Egal. Learning by doing. Forward ever, backward never. Na, immer 100, immer 200% geben, nur so wird man besser.
Also auf jeden Fall ist mein Plan jetzt regelmäßig hier auf Let's Play auch GT Sport zu spielen. Das ist, ich merke schon, das richtige Spiel für mich. Wer Rennspiele mag und wer iRacing und sowas mag, der mag auch sowas hier. Das ist schon top. Also da kann Project Cars mal einpacken. Ich meine, das macht auch Spaß, aber ist halt, wird halt nicht mehr abgedatet und bedingt auch nur brauchbar für Multiplayer. Singleplayer, wie gesagt, kommt ja dann auf Let's Play die Project Cars Karriere on Stream. Schauen wir mal, Fehlstarts werden bestraft. Oh shit. Oh, Schumi Vettel ist vor uns. Ein Schumi Vettel. Oh verdammt, jetzt Konzentration. Ja, genau das meine ich, Konzentration. Okay. Ja, lieber ein bisschen vorsichtig hier am Anfang. Wir haben 15 Runden. Oh, da saugen wir uns schon an den Boy hier ran. Der fährt Kampflinie da rechts. Ah, Alter, was für Dive Bomber. Oder habe ich hier Angst um mein Leben da hinten? So, okay, ich fahre mal hier schön brav links. Lass den mal durch, den Aggressiven. Da hat sein rausgedreht. Das kann nur Sebastian Vettel gewesen sein, der neugeborene Dreherkönig. Ja, das ist nicht nett, aber so ist das nun mal. Alter, wo überholt denn der? Der kann man überhaupt nicht überholen. Ey, du Stück Scheiße. Die Motherfucker. Ich hab gedacht, die Leute hier können fahren. Alter, mitten in der Hochgeschwindigkeitskurve. Ja, scheißegal. Ich fahre ihm einfach mal rein und schiebe mich vorbei. Oh, Leute, Alter, wenn ich eine Pumpgun hätte. Zum Glück habe ich keine. Ich würde wahrscheinlich schon zweimal lebenslänglich im Gefängnis sitzen. Ihr könnt euch denken, was ich mit der Pumpgun anstellen würde. So, unser Ferrari-Boy da. Ferrari-Boy, ja, der rote da. Der hat sich auch schön rausgedreht im Rückspiegel, habt ihr gesehen. Und die da vorne haben ordentlich Penalties am Start. Ja, wen wundert so, wie die fahren. Disqualifikation wäre der so. Oh, da hat mich auch dieser verdammte. Guck mal, die Leute, die können ja überhaupt nicht fahren, Mann. Sind die mir da voll reingefahren eben? Alter, das verstehe ich halt nicht. Die sind schnell, aber können alle nicht fahren. Das passt für mich irgendwie nicht zusammen. Egal, bis jetzt geht es hier richtig ab, wie man sieht. Und das sind 15-Runden-Rennen, ja. Das ist jetzt kein 3-Runden-Rennen. Und die geben sich jetzt schon so böse, naja. Ich versuche halt irgendwie smooth zu fahren, so gut das halt geht. Oh, ja. Oh, oh, oh. Und auch der hier. Ah, mal ransaugen. Ja, wo fährt denn der hin? Links oder rechts, mein Bester? Da kann man auch nicht überholen, Alter. Ich habe extra die Tür aufgelassen, weil ich schon hab kommen sehen hier. Guckt euch die Scheiße an. Oh Mann, Jungs. Ey, also wenn hier Schaden simuliert werden würde, dann wären die alle schon nach einer Runde raus aus dem Rennen. Das kann ich euch aber sagen. Die würden keine, wahrscheinlich, ja, ich schätze mal, nicht mal eine Minute durchhalten auf der echten Rennstrecke. Schade, dass hier kein Schaden simuliert wird. Oh, die Reifen, ich sehe schon oben ein bisschen rot. Das erste Mal, dass ich hier Reifensimulation sehe. So, ich bleib hier links. Lass mir bloß Platz zum Atmen. Ich komme hier eh nicht vorbei. Doch. Oh, der war viel zu früh auf der Bremse. So, ich lasse jetzt hier auch ein bisschen Luft, ne? Also ich versuche hier schon richtig zu fahren und nicht einfach, wo eine Lücke ist, da fahre ich auch durch. So richtig dumm einfach. Ja. Rutschig. Aber geil. Also ihr seht's ja, geil. Also jede Runde ist hier Action. Das ist schon nice. Boah, zum Glück war der im Ghost Mode. Ja, also man merkt auch schon hier die Reifen. Und Achtung, jetzt versucht er sich hier auch dran vorbeizusaugen. Alter, und da hat er mich wieder angestummt. Oh Mann, Jungs. Scheiße.
Hallo Marcel, ich sehe aus dem Augenwinkel, dass du im Chat bist. Willkommen. Kann aber nicht sehen, was du schreibst. Ja, super, Alter. Und auch durchgeschoben. Genau. Hat er jetzt gerade eine Strafe gekriegt, weil der mich da angeschoben hat? Ich hoffe es. Das wäre ja einigermaßen fair. So, hoffen wir mal, dass sich das Feld jetzt lichtet. Oh, Alter, schon wieder einer angeschoben. Ey, das so macht das keinen Spaß. Also in den Anfang... Oh, ich werd resettet dafür, dass ich nichts getan habe. Oh, Mann. Also ich hoffe wirklich, dass... also ich muss sagen, bei den Anfängerrennen... Oh, nein, Konzentration. Ja, Konzentration, okay. Oh, krass, und jetzt bin ich Letzter. Ey, jetzt mal ehrlich, Leute, das ist ja wohl nicht fair. Ich bin die ganze Zeit so sauber gefahren und zum Dank bin ich jetzt Letzter. Und die fahren da wie die gesenkten Säue und es kriegen keinen Schaden und nix. Alter, was ein Abtörn. Nee. Also da haben die Anfängerinnen echt schon mehr gerockt. Gut, die ersten Runden hier waren ganz geil, aber wenn ich halt sehe, wie schlecht die Leute fahren einfach. Wie gesagt, wenn hier Schaden simuliert werden würde, dann wären schon mal die ersten 10 komplett aus dem Rennen draußen. Na egal, das sind noch ein paar Rennen, wir ziehen es hier durch. Vielleicht fahren wir dann danach einfach nochmal ein Rennen, wenn die Zeit noch reicht im Real Life. Weiß gar nicht, wie spät ist es denn, aber bis wir fertig sind, wird es 12 sein. Ja, Pi mal Daumen können wir dann noch ein so ein super Formula-Rennen fahren, aber mit solchen Haarsöhnen hier ist es eigentlich voll scheiße. Muss ich schon sagen. Ja, schön, Marcel. Schön, dass du da bist. So, schließen wir da hinten auf. Sieht zumindest so ein bisschen aus. Aber abwarten. Kann noch viel passieren. Zumindest habe ich jetzt mal hier meine Ruhe und kann fahren, ohne dass so solche Hardcore-Gehirn-amputierten Wannabes, die absolut keine Ahnung von Rennsport haben, meinen, die müssten mir da immer wieder in die Seite reinfahren. So, einer steht an der Box, sehe ich. Okay. Geht's denn auch, wird denn auch noch später irgendwann in besseren Rennen Schaden simuliert oder gibt's sowas in dem Spiel gar nicht? So, also die Reifen sehen für meinen Geschmack noch gut aus, wenn ich das richtig lese, den Reifenindikator. Die müssten ja dann eigentlich schon die volle Renndistanz durchhalten. Ja, aber ich find's so krass. Ich meine, guck mal am Start, wie die Leute da massenweise abgeflogen gecrashed sind. Und die sind jetzt alle vor mir. Und ich habe mir wirklich Mühe gegeben, meine Linie und alles zu halten und bin chancenlos abgeschlagen. Also das ist nicht gut. Das, da fehlt einfach eine Schadenssimulation, dass Leute halt für so rüpelhaftes Fahren bestraft werden. Dass die halt quasi ohne Handicap weiterfahren können, das finde ich nicht gut, aber... Vielleicht hat ja auch schon einer im Chat geschrieben, dass später Schaden simuliert wird. Das würde ich auf jeden Fall hart feiern. Naja, gut. Also wie es aussieht, komme ich nicht mehr dran und werde hier Letzter, aber nicht aus eigenem Verschulden. Das möchte ich nochmal dazu sagen. So, da komischerweise ist da der 17. Okay. Verdammt, da wird so viel geschrieben, ich kann es aber gerade nicht sehen. Aber hallo Leute, falls jetzt auch neue Leute dazugekommen sind, willkommen hier auf Let's J. Viel Spaß bei der Raid Show mit Quantos Sports, den 17. Den jagen wir. Wenigstens etwas, vielleicht. Also ich bleib auf jeden Fall in GT Sport dran. Ich habe richtig Blut geleckt, das ist ja richtig geil. Ich ärgere mich fast schon, dass ich damit nicht schon vor 10 Jahren angefangen habe. Ja, ich weiß, vor 10 Jahren gab es noch keinen GT Sport. Bitte nicht ernst nehmen, diese Aussage.
Ich wollte damit nur sagen, dass ich nicht gleich von Anfang an mit GT Sport angefangen habe, aber ich habe auch erst seit letztem Jahr Weihnachten die PlayStation 4. Vorher gar keine PlayStation und so. Also von daher besser spät als nie. Oh, Mist, der 17. haut auch ab. Tja, egal. Naja, wir werden danach auf jeden Fall noch ein Rennen dranhängen. Zumindest am Anfang habe ich ja ein bisschen Action. Und das Gute ist, ich kann jetzt einfach fahren. Oh, aber was ein Scheiß, ne? Ich meine, da war ich vorne und die anderen crashen am laufenden Band und trotzdem können die einfach weiterfahren. Das ärgert mich einfach. Verdient wäre es, wenn ich jetzt da, wo war ich denn? Top 10 war ich irgendwo, oder? Oder war ich sogar schon weiter vorne? Naja, wenn ich da geblieben wäre, weil so krass, wie die da hin und her gecrashed sind, kann man schon gar nicht im Formelauto danach noch weiterfahren. Das ist eigentlich voll unfair. Hier wird rüpelhaftes Fahren und schlechtes Fahren eher noch belohnt, habe ich das Gefühl. Egal, Leute, ich bin hier Anfänger, was weiß ich schon. Ich sammle jetzt zum zweiten Mal hier meine Erfahrung. Es macht nach wie vor Spaß, aber es ist halt scheiße, wenn man, sag ich mal, aus einem professionellen Environment kommt und dann sieht man halt, wie hier gefahren wird. Das ist halt schon wack. Aber mal schauen, in der Meisterschaft, die dann morgen und nächste Woche beginnt, könnte es dann wiederum anders laufen. Und vielleicht hier auch beim nächsten Rennen. Vielleicht habe ich auch einfach nur das falsche Crit erwischt mit den größten Bastarden, die es in GT Sport gibt. So, alles klar, Jay, ganz ruhig. Jetzt hör mal auf zu ragen. Konzentrier dich mal aufs Rennen. Ja. Wie gesagt, Spaß habe ich trotzdem. Formel, Super Formel, Formula Car mit dem Honda hier macht Spaß. Ja, und ein Traum wäre es natürlich, wenn tatsächlich auch noch Schaden simuliert wird in den höheren Klassen. Da sehe ich nämlich auf jeden Fall dann meine Stärken, wenn die anderen sich in den ersten Runden alles kaputt fahren und ich hinterhergurk und dann ganz easy vorbeifahre, weil mein Auto noch funktioniert. Abwarten, abwarten. Ich sehe gerade schon wieder einer an der Box, also vielleicht sollte ich doch auch mal an die Box fahren, aber es sind nicht mehr so viele Runden. Die mittlere Reifenmischung, die macht's doch eigentlich. Die hält doch eigentlich ganz gut durch hier. Komisch, jetzt bin ich 17. Hat da einer vielleicht doch einen Totalschaden und ist raus. Ach so, was ich vielleicht auch noch bedachten sollte, habe ich vielleicht zu viel Kraftstoff mitgenommen und wird das überhaupt angezeigt? Ist das vielleicht auch noch was, was ich falsch gemacht habe, dass ich hier mit dem vollen Tank für was weiß ich 30 Runden oder so an den Start gehe und ich brauche nur Sprit für 15 Runden? Oder hat es damit nichts zu tun? Wo steht denn hier überhaupt der Sprit? Ich sehe den gar nicht. Naja, Augen auf die Straße, Jay. Jo. Ja, ihr könnt es mir alles nachträglich. Ach, da steht's. Ja, okay. Also Sprit haben wir auch viel. Nicht mal zur Hälfte leer. Vielleicht tatsächlich ein bisschen zu viel mitgenommen. Vielleicht deswegen auch hier ein Handicap von der Geschwindigkeit. Ach, keine Ahnung. Leute, schreibt mir einfach Tipps und Tricks und sagt mir, was ich falsch mache. Aber zu viel Sprit auf jeden Fall, das sehe ich direkt. Naja, wie gesagt. Ja, ich bin neu, das sind Erfahrungswerte, das muss man erstmal lernen hier. Aber Bock macht's trotzdem. Also, ich denke mal, wenn ich jetzt optimal für 15 Runden Sprit reingemacht hätte, dann wäre ich wahrscheinlich von meiner Pace ein bisschen schneller. Denke ich auf jeden Fall. Und die Reifen sind auch kein Problem. So ein bisschen rot da oben, solange nicht der ganze Balken rot ist, muss ich mir, glaube ich, keine Sorgen machen.
Ach, wie schön der Honda einfach hier abgeht, wenn man aufs Gas tritt. So einigermaßen bleiben wir da an den Portugiesen dran, aber ich denke halt dadurch, dass wir zu viel Kraftstoff haben, wird es halt schwer. Zumal der wahrscheinlich auch frische Reifen drauf hat. Der kam ja aus der Box, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, und ich glaube, der für Runde pro Runde haut er auch ein bisschen ab vor uns. Oh, da vorne kommt auch noch einer. Ja, wenn ich wüsste wo. Ich weiß nicht wo. Ich habe nur gesehen, da ist einer, aber keine Ahnung, wie ich den drücke, Mann. Das könnte natürlich auch ein Grund sein, warum die alle ein bisschen schneller sind. Ach, Jay, du glänzt hier wieder mit Fachkompetenz. Okay, ich muss noch viel lernen, so viel ist mal sicher. Aber das weiß ich selbst und ich bin auch gewillt dazu. Wie gesagt, am Wochenende will ich auf jeden Fall auch GT Sport wieder spielen, abends dann wahrscheinlich, habe ich Bock drauf. Verdammt, zu viel Text kann ich nicht lesen während dem Rennen, aber danke schon mal dafür und willkommen hier auf Let's Jay. Leute, wenn es euch gefällt, ne, ich weiß, ich muss es nicht sagen, aber ihr dürft gerne Follow hier lassen. Oh, und da ist es auch passiert, Sonic 3084, vielen Dank für dein Follow, danke für deinen Support, danke für den Chat, danke für die Unterstützung. Let's Jay Boom Baby für dich und schön, dass du da bist. Ja, und für alle anonymen Leute da draußen, die jetzt zuschauen, also und sich jetzt halt nur für GT Sport interessieren, ich verspreche auf euch hier auf Let's Jay wird ab sofort regelmäßig Gran Turismo Sport gespielt. Ja, ihr dürft also gerne wiederkommen und euch den Namen Let's Jay merken. Es gefällt mir richtig gut, Leute, richtig gut. Und ich bin ja auch großer Rennsportfan, also boom, baby. Oh, da ist der Schweizer oder was, ein Däne. Auf jeden Fall ist er neben der Strecke. Und da vorne hat eine Strafe. Oh, ja, und unsere Reifen laufen noch. Wie viele Runden noch? Zwei? Ach, easy. Guck mal, der Treibstoff. Wir haben viel zu viel Treibstoff drin. Und den Overtake-Button haben wir noch nicht gefunden. So, ich hoffe nur, der Boy hier baut jetzt keine Scheiße. So, der Overtake-Button. Ich kann ja einfach mal... Ne, ich traue mich nicht, irgendwas zu drücken. Am Ende passiert was und ich verliere Zeit. Doch, drück mal nach oben. Nichts passiert, okay. So, vorletzte Runde, aber ich denke mal, der Portugiese da, der wird mich noch kassieren. Sei denn, er macht Fahrfehler oder hat abgenutzte Reifen oder beides. Ja, wo wir gerade von Reifen reden, meine sind auch nicht mehr so frisch, merke ich gerade, wenn ich mich so in die Kurve lehne und auf den Grip verlasse. Oh, come on, push it. No worry, I'm pushing like hell, bro. So, Final Lap. Okay, die zwei da hinten sind das. Kämpfen da zwei? Ja, zwei hinter mir kämpfen. Das könnte mir in die Karten spielen.
Ah, wenn ich jetzt den Overtake-Button hätte, dann könnte ich hier nochmal richtig rauspushen. Ich glaube, die drücken den wie bekloppt und kommen immer näher. Los, noch eine Runde, Bro. Oh, 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 jetzt sind sie aber schon verdächtig nah dran, die beiden. Shit. Okay, die Kurve habe ich gut erwischt. So, hier mit dem Grip ein bisschen achten. Marbles auf dem Boden ein bisschen drauf achten. Boah. Okay, wenn ich jetzt keinen Scheiß mache, dann komme ich als 14 ans Ziel. Yes. So, Ziel erreicht, nicht letzter geworden und tatsächlich doch nochmal ein bisschen besser als gedacht. So, Leute, jetzt gucke ich mir direkt den Chat an hier. Wie viele sind denn überhaupt mitgefahren? Was? Was mit den anderen hier unten? Ah, okay, die müssen dann noch ans Ziel kommen. Ja, fast 20 Leute, das ist ja schon mal was. 15. Ja, bin ich zufrieden, oder? Als Anfänger, zweite Folge Contours Sport, kann man nicht meckern. Ich zumindest für meine bescheidenen Verhältnisse. So, jetzt schaue ich mir nochmal den Chat an. Also nochmal Marci, schönen guten Tag. Vettel Level 7, nee, doch nicht Vettel. Verity Level 7, hallo. Und, ja, Markus, was meinst du mit Mann? Drück mal den Überholknopf. Ja, nochmal ganz offiziell hallo Sonic und danke. Ah, muss ich vorher einstellen. Ja, dann müssen wir auf jeden Fall einstellen. Das haben wir ja auch noch mehr Nachteil, als wir eh schon hatten durch den viel zu vollen Tank. Ja, also ich wollte in der offiziellen, in den beiden offiziellen Meisterschaften, die morgen und nächste Woche anfangen, mitfahren. Aber ich fahre auch gern in einer privaten Liga mit Sonic, solange ich da nicht chancenlos bin. Mein Problem ist, also viele Online-Ligen in vielen Sims, da fahren halt meistens Leute mit, die sind schon saugut. Und es gibt nur ganz wenige, wo halt auch hinten Leute mitfahren, wo ich mich messen kann, geschweige denn extra Ligen, die nur für Anfänger gestaltet sind. Wenn sich sowas ergibt, fahre ich da natürlich immer gerne mit. Nur da habe ich jetzt auch aus Zeitgründen lange nicht mehr viel Zeit investiert. Das letzte Mal, wo ich in der Liga mitgefahren bin, war in F1. Es müsste 2018 gewesen sein. Also in F1 2018. Und zwar war das in der AOR League. Die kennt ihr bestimmt. Die haben ja für alle Spiele Ligen und auch verschiedene für schnelle und langsame Leute. Und da bin ich, glaube ich, in der schlechtesten Division mitgefahren. Und naja, bin zwar nicht letzter geworden, aber vorne habe ich auch kein Land gesehen. Ja, und teilweise waren da halt auch Assis drin. Also, da wurde auch ich weiß nicht, da wurde auch nicht richtig, also die machen ihren Job schon gut von der AOR, aber teilweise sind die Leute da auch komisch gefahren und es wurde nicht geahndet. Aber es war ganz cool, also das war cool, aber es war halt auch mit viel Zeit verbunden. Weil die ja so, da musst du ja dann vorher irgendwie Screenshots von deinen Zeiten machen und da musst du immer dann und dann beim Rennen sein und ja, nee, also hat Spaß gemacht. Ich bin wirklich ausnahmslos die Saison mitgefahren und war auch ein sauberer Fahrer und die haben auch immer wieder gefragt, ob ich wieder mitfahre. Aber halt dann jetzt erstmal keine Zeit gehabt oder mein Wochenende anders priorisiert. So, aber ja, also wenn es wirklich Anfängerligen gibt, wo ich die Chance habe, Top 10, Top 5 zu fahren, bin ich dabei. Ansonsten fahre ich eher online, weil hier ja, wird ja alles gebalanced. Da ist ja dann, wenn genug Leute mitfahren, auch eigentlich ist es ja eigentlich sicher, dass ich dann irgendwo reinkomme, wo ich auch Chancen habe mitzufahren von meinen Zeiten her.
EGL oder was heißt das? EG irgendwas, TL. Ja, Sonic, das ist, ja, ist ein nettes Angebot, aber die Frage ist halt, kann ich da überhaupt mitfahren? Also ich bin ja hier blutiger Anfänger, du hast es ja gerade gesehen. Ich weiß ja nicht, was ihr da für Zeiten fahrt. Ich will jetzt nicht nur mitfahren, damit der Veranstalter immer genug Leute hat, die mitfahren und ich dann einfach letzter werde. Also da, das tue ich mir nicht mehr an. Das habe ich in der Vergangenheit schon zu oft gemacht. Das macht mir keinen Spaß. Das muss dann halt auch wirklich, müsste dann auch gewährleistet sein, dass ich da nicht chancenlos bin. Das finde ich halt hier bei iRacing und in Gran Turismo Sport sehr gut, weil da kriegst du halt, also ist quasi Matchmaking, wenn man es so nennen möchte. So, nächste Rennen ist schon um 12. Dann nehmen wir doch direkt nochmal teil. Jetzt habe ich wieder Dings, kein Push-to-Pass an. Ja, schick mir doch einfach dein PlayStation-Namen in Twitch-Privatnachricht, dann adde ich dich nachher. Oder du siehst ja hier meinen Namen links unten, G-Town Superstar, kannst du einfach eine Freundschaftsanfrage senden. So, jetzt fahren wir noch ein Rennen und dann würde ich sagen, haben wir die Folge im Kasten. So, was mache ich denn jetzt mit, ja, kann ich jetzt noch irgendwie am Sprit was einstellen? Wisst ihr zufällig, was das optimale Sprit-Kontingent für das 15-Runden-Rennen hier ist? Wahrscheinlich auch nicht, gell? Puh, auf jeden Fall heftig. Ah, okay. 84. Huhuhu. Also es war ein krasses Rennen, Leute, aber das hat mich schon abgefuckt, dass die Leute da kreuz und quer in der Bande hängen und trotzdem weiterfahren können. Das finde ich nicht so schön. Gibt's denn eigentlich Schadenssimulation und ist es später an? Und profitiert man davon, wenn einer Schaden nimmt oder nicht? Jo, hi, Socke 79. Sprit ist fix. Ah, okay, dann habe ich mir das eingebildet. Ach, es ist ein Mandatory Pitstop. Wie wechsle ich denn auf Hard? Ah, kein Wunder, dass da meine Zeit rot war. Markus, meinst du, später gibt es Schadenssimulation? Okay, das ist gut. Dann kann es ja so weitergehen. Ja, und Socke, danke für die Info. Und willkommen hier auf Let's Chat. Ich hoffe, dir gefällt's. Schön, dass du im Chat reinschaust. Dann, verdammt, wie wechsle ich denn auf Hard? Muss ich nur in die Box fahren und meine Crew macht den Rest? Sagt jetzt bitte ja. Es wäre so einfach und so angenehm. Sagt jetzt bitte einfach ja. Du fährst an die Box und den Rest machen die. Ah, und dann kann ich sie auswählen mit dem Steuerkreuz und X drücken. Okay, danke, das kriege ich hin. Ah, Racerhand ist auch noch da. Ah, super. Ja, dann sag ich mal, das ist Racing, ne? Sag ich da mal. Gut, dann muss ich ja hier auch gar nichts umstellen. Da muss ich einfach nur die Reifen wechseln. Aber das Schlimme ist, oh, wir sind wieder nicht letzter. Aber ähnlich hartes Feld hier. Mal sehen, sind da irgendwelche Leute vom letzten Rennen drin? Ich glaube nicht. Aber ähnlich hartes Feld hier, ähnlich hartes Feld. Na, ich hoffe auf jeden Fall mal, dass die Boys hier jetzt am Start sich ein bisschen zurückhalten, aber ich habe da meine Zweifel. Was auf jeden Fall gut ist, dass später Schadenssimulation dazu kommt. Also da sehe ich wirklich meine Stärke. Wenn wir dann mal in der Meisterschaft fahren, wo es dann Schaden gibt, könnte ich mir vorstellen, sieht es schon besser aus, ohne dass ich krasse Overtakes machen muss, sondern einfach nur, weil die anderen nicht fahren können. Oder, ja, nicht fahren können, ne? Was verstehst du denn unter nicht fahren können? Ja, wenn man nicht auf der Strecke bleiben kann. Das verstehe ich nicht unter fahren können. Und damit haben die Leute ja eben in dem Rennen schon wunderbar mit geglänzt. Ah, jetzt habe ich es vergessen. Mist, jetzt ist es zu spät. Tastenbelegung. Wo kann ich jetzt noch was machen? Nee. Ah, nein, der Overtake-Button. Wieder zu viel gelabert.
Jahresahenne muss man sich kaufen in der Brand Central. Oh, es geht los, Leute, so. Good luck, have fun und so, ne? So, wieder schön weit hinten, okay. Ich lasse es wieder locker angehen. Hoffe ich. Und dann irgendwann in die Box fahren. Okay. Jay, das schaffst du schon. Oh, Cosworth, ja. So ein bisschen Wheelspin. Ja, da hat man schön gemerkt, wie die Traktionskontrolle einsetzt. So, was soll ich mich hier reinquetschen? Wo kein Platz ist, ist kein Platz. So, da geht's schon wieder gut zur Sache. Jay, denk an die Reifen, denk an die Reifen. So, auch hier, was soll ich hier jetzt alles geben? Leute, ist nicht mal eine Runde gefahren. Als ob ich hier jetzt in der Kurve das Rennen für mich entscheide. Oh, da fliegen wieder die Fetzen. Lexmann GTR, ein Deutscher vor mir hier. Und der Flexmann, da ist er weg, der hat sich rausgeflext. Keep digging. Wo bleibt der hier als Geist? Ich weiß nie, wann, ob die Leute dann Geist bleiben oder nicht Geist bleiben. Da habe ich richtig Angst, dann durch die Männer zu fahren hier. So, schöne Windschatten. Der will jetzt hier rausscheren. Naja, soll er mal probieren. Oh, er hat sogar die Bremse gefunden. Respekt, da ist er mir nicht reingefahren. Da hat er gemerkt, das geht nicht. Also, Props an Mikey Out hier aus Australien. Das hat er gut gemacht. Oh, 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 aber jetzt hier der Weiße, der will es wissen. Okay. Boah, da flext man auch durchgestochen. So, ich fahre einfach mal straight weiter. Los. Was soll ich da jetzt groß kämpfen? Ja, da sind alle vorbei, krass. Irgendwas mache ich falsch. Nee, der Typ da hat's verkackt. Hat zu viel Gas gegeben am Kurvenausgang. Mann, die fahren ja hier wie die gesenkten Säue. Aber einigermaßen bleiben wir noch dran, das ist die gute Nachricht. Boah, das war auch sowas von eng. Habe ich schon mal ein bisschen aufgemacht, dass ich den da nicht reinfahre. Ach, verdammt. So, da links kommt einer. Flavio Priatore. Ne, doch nicht. Heißt da nicht irgendeiner Priatore? Habe ich da nicht irgendwas gelesen gerade? Ah ja, genau. Priatore 65. Naja, ich höre jetzt mal auf zu reden. Ich fahre jetzt einfach. Wobei, das fällt mir. Oh, fällt mir auch schwer, nicht zu reden. So, ich würde sagen, keine Ahnung, 10. Runde Box, ist das eine gute Option? Wir machen es einfach. Und dann schauen wir, was draus wird. Ach ja, also ob da jetzt der Overtake-Knopf den Unterschied macht, ich weiß nicht. Wie oft kann man den denn benutzen im Rennen, Leute? Sagt mir jetzt nicht pausenlos.
Da wird es ja wahrscheinlich auch eine Regel geben, entweder so, so oder so oft darf er den benutzen oder jede Runde einmal oder wie läuft das? So, auch ohne Overtake-Button sind wir jetzt wieder rangekommen. Mal schauen, ob wir uns daran halten können. Ja, das war ein easy Overtake. Boah. Wenn man da überhaupt von Overtake reden kann. Der andere ist ja schön raus mit zu viel Schwung. Da war er wahrscheinlich nervös, als er mich hinten gesehen hat. So, Reifen sind auf jeden Fall für den Augenblick noch nice. Alter, diese Dive-Bomber, ich weiß nicht, die können irgendwie alle nicht fahren. Die denken, boah, ich bin an ihm dran, ich kann durch ihn durchfahren. Oder aus der Arroganz heraus, ja, ich bin hier der Schnellere, ich habe hier das Recht, jetzt einfach mal den abzuräumen. Mal wieder mir da in der Haarnadelkurve schon wieder am Heck geklebt hat. Ein Wunder, dass wir nicht abgeflogen sind. Hart über den Körper. So, oh, der gute Spanier da vorne struggelt auch ein bisschen mit dem Heck. Verdammter Overtake-Knopf, hätte ich doch nur dran gedacht, ich Vollidiot. Ein spannender Zweikampf bahnt sich an, aber da kommt wieder so ein verrückter Ferrari-Fahrer da hinten. Boah, Grip. Ich brauche Grip, Leute. Damit meine ich nicht das Automagazin. Ja, Fernando, ich komme. Oh, der fährt in die Box. Der hat quasi nochmal gerettet, dem Overtake entkommen hier vom alten Jay. Aber der Priatore kommt von hinten. Oh, 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 der saugt sich brutal ran. Overtake-Knopf oder was? Ja, okay, ich sehe schon, die Boys hier haben alle schon ihren Mandatory Pitstop hinter sich. Oh, okay, jetzt kommt er angeflogen. Ich bleib links und fahre halt rechts vorbei. Komm. Ja, ein bisschen schneller ist kein Problem. Ich lasse dir Luft zum Atmen, Bro. So, vielleicht hier nochmal auskontern, jetzt aufs Gas. Oh, Wheelspin bei uns beiden. So, nochmal kurz ein bisschen hier am Heck genuckelt. Windschatten, ja, nein, reicht nicht. Aber nochmal ein bisschen hier Pressure. Da hätte er gar nicht rüberziehen brauchen. Ich kann da eh nicht überholen. Das ist einfach nur, um ihn psychologisch unter Druck zu setzen. Aber da hat er tatsächlich nochmal nach rechts gezogen, die Lücke zugemacht. Das ist aber eine Fake-Lücke. Wie gesagt, da kann man überhaupt nicht überholen. Also zumindest nicht richtig, wenn man keinen Crash verursachen will. So, jetzt... Ja... 10. Runde, Leute. 10. Runde gehen wir an die Box.
Und saug, 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 saug. Windschatten, Baby, komm schon. Na, was ist los? Hast du kein Overtake-Knopf-Power mehr hier, Priatore? Also ich weiß nicht, der war viel schneller. Warum sind wir jetzt, warum bleiben wir jetzt plötzlich an ihm dran? Ich verstehe es nicht. Lag das wirklich nur am Overtake-Knopf, dass der so an uns dran gekommen ist? Oh, aber die da hinten kommen auch wieder an uns dran. Alter, das macht richtig Bock. Und auch er abgebogen. So, gleich die 10. Runde. Ich hoffe, ich muss einfach in die Box fahren und Dingsbums drücken, auswählen und Action. Wo ist der Fall? Achso, ich habe ja noch gar keinen. Ich habe ja noch gar keinen Overtake-Knopf belegt. Da kann er ja auch nicht funktionieren. Oh, hier, Dive. Harter Ricciardo-Move, gleich um zweifach. Oh, und auch hier. Na, ich lasse mal die Tür einigermaßen auf. Die Jungs sind deutlich schneller. Ah, da ist wieder der... Ey, wie krass, Alter. Wie krass die jetzt einfach hier abgehen. Die fahren an mir vorbei wie nix. So, nächste Runde Boxenstopp. Das kann was werden, mein erster Boxenstopp. Oh, der fährt hier weit raus. Mit Schwung vorbei. Ja, da hält er dagegen. Leichte Berührung, sorry, Bro. Ich ziehe jetzt auch schön brav hier rechts rüber, damit du da links Platz hast. So, jetzt nicht nochmal hier. So, jetzt auf jeden Fall Boxenstopp, meine Freunde. Oh, jetzt haben die aber massenweise Pinellis gesammelt. Achtung, mit meinem krassen Skill werde ich wahrscheinlich die falschen Reifen auswählen. Beziehungsweise erstmal die Boxeneinfahrt treffen. Irgendwo hier rechts, gell? Achso, wir haben es ja bei den Kontrahenten schon gesehen. So, die ziehen jetzt hier rüber nach rechts. Boah, aber... So, muss ich Boxenstoppbegrenzer anmachen. Da steht... Nein, okay, harte Mischung. Boah. Yes, noch nicht tanken. Alles klar. Spannung, Spannung. So, Leute. Oh, das sieht ja richtig cool aus. Oh, damit hätte ich auch gar nicht gerechnet. Das sieht ja richtig gut aus. So, Leute, raus jetzt. Warum tankt ihr? Auftanken beenden. Ich glaube, ich spinne. Wieso haben die getankt, Mann? Haben die kein eigenes Gehirn? Es ist doch offensichtlich, dass wir hier nicht tanken müssen. Ach, du Scheiße. Ja, Rennen verkackt. Na, zum einen sind wir jetzt schwerer, zum anderen hat der Boxenstopp deutlich länger gedauert. So. Ja, geil. Und wir sind überrundet worden, aber, oder? Nee, doch, ach, was weiß ich. Ist ja auch egal, ey, Leute. Zweiter Tag. Ich sag's ja immer wieder, so harte Reifenmischung fährt sich wahrscheinlich auch ganz anders. Wahrscheinlich etwas härter, nicht wahr? So, wer ist da vor uns? Ah, die zwei Jungs aus Österreich. Mal sehen, ob da noch was geht. Oh,
ja, weniger Grip. Oh, wow, wow, aber sowas von. Und die sind wahrscheinlich auch noch nicht warm, die Reifen. Okay, kriegen wir hin, Leute, kriegen wir hin. So, noch 4 Runden. Aber ich glaube, da ist kein Land mehr. Vielleicht sollten wir echt mal probieren, in der nächsten Folge ohne Traktionskontrolle zu fahren. Boah, ja, wenn man da auf die Marbles kommt, merkt man schon wieder auch der Grip ein bisschen nach. Das ist sehr geil. Oh, das war nicht so geil, zu weit raus. Ja, und da vorne, an die komme ich jetzt gar nicht mehr ran. Oder? Ach, keine Ahnung, Leute. So, noch 2 Runden. Auch nicht schlecht. Oh yes, Honda Baby. Auch zu weit raus. Und der von hinten kommt immer näher. Da freue ich mich aber. Oh, gelbe Flagge. Blaue Flagge. Ah, das ist der erste, der da von hinten drückt. Okay. Ja, kein Problem. Blaue Flagge. Wenn er da ist, lasse ich ihn natürlich vorbei. Ja, aufkommen, fahr vorbei. Doch nicht da, Alter. Bist du bescheuert? Links. Oh Mann, was ein Noob. Also krass, der führt das Rennen an, aber selbst der kann nicht richtig fahren. Wenn ich rechts bin, fährt er doch nicht rechts vorbei, sondern links. Oh Mann, naja. Engländer, die haben da ja eh so Probleme mit links und rechts. So, gut, es hat natürlich brutal viel Zeit gekostet. Oh, es war schon das Rennen. Ach, schade. Das ging ja viel zu schnell. Ja, geil. So, tracken wir mal den Chat. Oder warte mal, gucken wir mal, was geht hier noch so. Ja, nicht. Oh, das lief ja hier. Oh, guck mal, hey.
14. von 20, damit kann der alte Jay doch echt zufrieden sein. So, nochmal gerade hier checken. Hi Tommy. Ja, ich weiß, das stimmt, aber ich hatte jetzt hier nur 400 irgendwas 1000 Credits. Und der kostet ja 1 Million. Und für einen guten Super GT, Super GT, für Super Formula Honda, da bin ich schon gerne bereit, auch mal die Credits rauszuholen. Markus, was meinst du? Was war mies? Oh, wie komme ich denn hier raus aus dem Menü? Oh nein, das wollte ich gar nicht. So. Meinst du wegen der blauen Flagge? 14. Position verbessert. Sie sind um 4 Positionen aufgestiegen. Tolles Rennen. Hä? Ach so, von hinten, oder was? Ja, aber du hast doch geschrieben, in diesem Fall warst du der schlechte Fahrer. Was meinst du damit? Ja, da schreibe ich wieder von alleine. Kann ich da auch selber entscheiden, was geschrieben wird? Das wäre ja ganz cool. So, was sagt die Uhrzeit? Ach, schade. Ich wollte ja noch ein Rennen fahren, aber ich muss zum Ende kommen. Ein paar Minütchen haben wir noch Zeit zum Quatschen. Aber dann muss ich zum Ende kommen. Nee, nee, also. Das war schon in Ordnung, Markus. Wenn ich da rechts bin in der Linkskurve, da kann der schon links vorbeifahren. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und zumal blaue Flagge heißt auch nicht, dass man den anderen vorbeilassen muss, außer in der Formel 1. Blaue Flagge heißt nach Rennreglement außerhalb der Formel 1 einfach nur, dass hinten ein schneller kommt. So wie die gelbe Flagge heißt, vor einem ist ein Unfall. Also eigentlich außerhalb der Formel 1, ich weiß jetzt nicht, ob es in der Super Formula auch nochmal extra Regeln gibt, aber laut Rennsportreglement der FIA ist eine blaue Flagge einfach nur ein Hinweis, dass einer deutlich schnellerer von hinten kommt. Mehr nicht. Normalerweise muss er seinen Weg um dich rum selber finden. Und wenn ich da nach außen hängen lasse, ist innen genug Platz. Da fährt man nicht noch weiter außen, riskiert dann aufs Gras zu kommen und einen schweren Unfall zu kassieren. Also sehe ich total anders, dass ich da der schlechte Fahrer war. So, okay. Sie, kann man hier schon die Vorschau sehen, was am nächsten Tag gefahren wird? Ja, aber ich meine halt nur. Blaue Flagge heißt eigentlich genau das, das wollte ich damit sagen. Also eigentlich wollte ich damit sagen, ich müsste ihm normalerweise überhaupt keinen Platz machen. Ich müsste nur aufpassen, wenn er überholt, nicht unnötig viel mit ihm zu kämpfen. Und ich habe ja schon Platz gelassen. Ja. Ist ja auch, also. Ich habe jetzt auch kein Problem damit zu sagen, dass ich nach. Also, wenn du der Meinung bist, es war schlecht von mir und du sagst, ich hätte nach links fahren müssen, dann soll es halt so sein. Dann nehme ich das jetzt einfach mal dankend als Tipp an von dir, Markus. Keine Ahnung, Räsehänge. Ich würde sagen, nicht so. Also 568, vorhin hatte ich 400. Das dauert schon ein bisschen. Der Super Formula Honda kostet 1 Million. Ja, ist auf jeden Fall cool. Ich hoffe, dass wir auch in Zukunft den öfter mal im Einsatz haben, jetzt wo ich mir den gekauft habe. Kann man sehen, welche Rennen zum Beispiel morgen stattfinden im Daily? Kann man das in der Vorschau irgendwo sehen? Wahrscheinlich nicht, oder? Es ist dann immer so eine Überraschung, dass man auch einen Reiz hat, täglich reinzugucken. Jetzt hören wir uns nochmal kurz die Planung hier von den Meisterschaften an. Ach so, Sonic, was hattest du eigentlich noch geschrieben wegen der Meisterschaft? Okay.
Hattest du noch irgendwas geschrieben wegen dieser Liga, in die du mich einladen wolltest, ob man da auch als Anfänger eine Chance hat? Hier, guck mal, wisst ihr, was das heißt bei PTS? Ihre besten 4 Runden von 8 werden angerechnet. Also heißt es jetzt Runden mit Runden auf der Strecke oder meinen die damit Läufe? Also sprich, dass ich zum Beispiel nur 4 von denen fahren muss und das reicht schon, um komplett gewertet zu werden. Die Frage hatte ich in der ersten Folge letzten Samstag auch schon gestellt, konnte mir aber leider damals keiner beantworten. So, naja gut, dann gucken wir uns mal nebenbei den Rennkalender. Also die erste Runde fahren wir mit. Wann geht's hier nochmal los? Morgen, ja, geil. Also morgen Abend dann hier die große Eröffnung. GT4 Veyron. Muss ich da diesen Veyron fahren? Ist es quasi nur ein Fahrzeug, das man wählen kann? Wahrscheinlich. Fahren alle GT4 Veyron, okay. Muss ich mir dann auch noch kaufen? Shit, das Geld habe ich gar nicht. Roadster Touring Car, da darf wahrscheinlich irgendeinen in dieser Klasse nehmen von Roadster Touring Cars. Dann Gruppe 2 darf man auch frei wählen. Wie gesagt, die Strecke werden wir passen, weil die sieht fiktiv aus. Dann sind wir beim Red Bull Ring wieder da. So, jetzt mal kurz im Chat checken, ob das mir einer beantworten kann. Na, Racerhände, wie gesagt, nein. Es heißt einfach nur, es kommt ein schnellerer. Man muss keinen Platz machen. Außer in der Formel 1, die haben da noch einen Sonderpunkt eingebaut ins Reglement. Aber in der Regel macht man Platz. Das macht ja, man darf den nicht aufhalten, ja, aber im Normalfall muss sich der von hinten kommt, seinen eigenen Weg um dich rumsuchen. Also man zum Beispiel soll jetzt den nicht blocken oder so Kampflinie fahren, aber eigentlich heißt es, ist es nur eine Information, dass ein deutlich schnellerer von hinten kommt. Ja, den Punkt musst du mir aber zeigen. Ja, dass man ihn vorbeilassen sollte. Ja klar, vorbeilassen heißt aber nicht Platz machen. Natürlich soll man ihn vorbeilassen. Aber nicht, man muss nicht die Ideallinie verlassen, das meine ich. Deswegen sage ich auch, man soll keine Kampflinie und sowas fahren. Aber dass man halt jetzt die Ideallinie verlassen muss, gibt's nur in der Formel 1, glaube ich. Und ich weiß nicht, wie es in der Super Formula ist, aber das ist halt so für die meisten Serien, die FIA sanktioniert sind, die Bedeutung der blauen Flagge. Aber was wollt ihr eigentlich, Leute? Ich habe ja wohl Platz gemacht. Ich kann ja auch nichts dafür, wenn der rechts vorbeifährt, links. Also ich wäre links dran vorbeigefahren. Ja, wie gesagt, weiß denn jetzt einer, was das heißt hier? Ihre besten 4 Runden von 8 Runden werden angerechnet. Scheinbar nicht. Aber lasst euch Zeit, falls ihr gerade am Schreiben seid. So, jetzt gucken wir uns nochmal in Ruhe hier. Oh, hier zum Beispiel ihre besten 5 Runden von 9. Okay, hier ist schon wieder ein kleiner Unterschied. So, Dragontail-Küste können wir direkt mal nicht fahren. Also nächste Woche erstmal kein Rennen, dann übernächste Woche Autodromo, Nationale Monza bin ich dabei. Gruppe 4 auf jeden Fall. Ach, du hast geschrieben, Entschuldigung. Warte kurz. Ah, okay. Okay, alles klar. Jo, Verity Level 7. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Keine Ahnung, ob du ein Follow dagelassen hast. Falls ich's übersehen hab, sorry. Ansonsten, ja, hoffe ich mal, du findest mich auch beim nächsten Mal. Danke, dass du zugeschaut hast. Wünsche dir noch einen schönen Tag und schönes Wochenende. Wir sehen uns dann wahrscheinlich morgen Abend hier mit GT Sport. So,
Ja, keine Ahnung. Also die fiktiven Strecken fahre ich auf keinen Fall mit. Ob die dann gewertet werden, alle hier, und mir dann ein, zwei Strecken fehlen oder nicht, egal. Es wird ja wahrscheinlich viele Leute geben, die nicht alle Strecken mitfahren, die halt mal lapidar hier und da fahren. Auf jeden Fall hier fahren wir zweite Woche Gruppe 4 und bei der anderen Serie hier fahren wir dann auf jeden Fall erste Woche Gruppe 4 und dann dritte Woche Red Bull Ring. Gucken wir nochmal kurz, wie hier Gruppe 4 ist. Gruppe 4, die dritte Woche. Auch hier zu Kuba wird auch gefahren. Gibt's keine? Ja, aber Dragon Tail Küste, da werden doch keine Rennen gefahren. Das sagt mir gar nichts. Oder hier als Sassedorf, noch nie gehört. Oder hier Tokyo Expressway, also es klingt eher nach einer Autobahn als nach einer Rennstrecke. Und was haben wir hier? Kyoto Driving Park habe ich auch noch nie gehört. Und das sind alles echte Rennstrecken, Markus. Es gibt keine fiktiven Rennstrecken, bist du dir sicher? Das gibt doch fiktive Rennstrecken in Gran Turismo, gab es doch schon immer. Naja gut, dann fahren wir wahrscheinlich doch alle Strecken. Ich gucke halt mal auf YouTube, ob es da wirklich Rennen gibt, ob die gefahren werden. Ihr wisst, ich hasse es, wenn irgendwas unrealistisch ist. Also, keine Ahnung, hier zum Beispiel. Wenn ich das jetzt auf YouTube eingebe und da werden wirklich richtige Rennen gefahren, dann werden wir natürlich da mitfahren. Ansonsten müssen wir halt die ein oder andere Strecke auslassen. Aber ich meine, ich würde mich ja freuen, wenn wirklich auch überall Rennen gefahren werden, weil ja, umso mehr können wir fahren. Da können wir jede Woche zwei bis drei verschiedene Rennen fahren und dann noch ab und zu mal ein Daily-Rennen reinschmeißen. Und dann hätten wir ja schon für die ganze Woche eigentlich Content hier für Let's Jay. Ja, brutal. Krass, dass ich die ganze Zeit kein Auge auf GT Sport hatte. Ich habe mir immer gedacht, ja, irgendwann fängst du mal an, fährst ein bisschen Singleplayer hier und da habe ich das auch gemacht. Und dann dachte ich mir, ja gut, irgendwann auch mal Multiplayer, aber kannst noch warten und bumm. Nicht zuletzt durch den Racer-Henne sind wir jetzt zu GT Sport gekommen, denn der Racer-Henne ist dran schuld, dass ich mir PlayStation Plus Abo geholt habe und jetzt wollen wir es ja auch richtig nutzen. Also GT Sport ist, glaube ich, hier echt der geilste Multiplayer-Titel auf der PlayStation. Ich könnte jetzt noch locker zwei Rennen fahren, aber leider müssen wir zum Ende kommen, Leute. Freut euch aufs Wochenende, morgen geht's los hiermit. Dann werden wir noch Daily-Rennen am Wochenende fahren, nächste Woche, wenn es dann die Strecke da gibt, fahren wir auch da. Und auch dann da ab und zu Dailies. Und wie gesagt, auf SimJay habe ich ja jetzt als YouTube Episodenformat Race Room DTM 2020 Championship gestartet und Cobra Truck. Da könnt ihr auch mal reinfahren. Da werde ich auch noch das ein oder andere Rennen fahren, aber halt dann für YouTube und nicht auf dem Stream. Na gut, Markus, ich vertraue dir einfach mal. Ich hab nur gedacht, ich hätte schon mal gehört, dass die auch teilweise auf fiktiven Strecken fahren, aber vielleicht wäre ja nicht das erste Mal, dass ich da irgendwas falsch verstehe. Ach Mann, Leute. Na gut, dann GTA 5 haben wir ja auch. Wie gesagt, wir haben ja vor 2 Wochen angefangen hier auf der PlayStation mit GTA 5 Singleplayer, da werden wir dann natürlich auch nochmal irgendwann im Multiplayer, also in GTA Online reinschauen. Wenn das das geilste Game ist online auf der PlayStation, ja, dann müssen wir natürlich da auch mal reinschauen. Aber jetzt gerade für mich ist auf jeden Fall Gran Turismo Sport ein sehr geiles Online-Spiel. Ich freue mich auf mehr Content, Leute. Ich muss jetzt aber echt mal gehen, meine Freunde. Es war sehr geil mit euch. Danke an die ganzen neuen Leute hier. Danke, freu mich auch, dass du dabei bist, Tauli, und kannst mir nochmal privat schreiben mit der Liga und allem drum und dran. Ach nee, das war ja der Sonic, gell? Ja, Sonic, falls du noch hier zuhörst, du kannst mir natürlich auch schreiben. Aber Tauli, du kannst mir natürlich auch schreiben. Ach, ihr könnt mir alle schreiben. Ihr könnt mich auch gerne alle in der PlayStation adden, gar kein Problem. Und für die anonymen Leute da draußen, wenn es euch gefallen hat, dürft ihr auch gerne noch followen. Ansonsten sehen wir uns halt randommäßig irgendwann demnächst. Ich freue mich genauso, wie ihr euch freut. Na gut, Markus, auf dem PC. Naja, ich sprach ja von der PlayStation, aber
ja, GTA sieht man ja auch auf Twitch, wie viele Leute das spielen, ist schon sehr beliebt, gar keine Frage. Und wie gesagt, wir werden auf GTA Online früher oder später auch nochmal reinlurken und nebenbei halt hier auch GTA 5 auf Let's Shape im Singleplayer Stück für Stück spielen, wie so viele andere Spiele auch. Gerne, mache ich. Also Leute, genießt noch die schöne Hintergrundmusik. Ich verabschiede mich, wünsche euch ein schönes Wochenende. Wenn ihr wollt, morgen früh SimJay Farming Simulator. Irgendwann am Wochenende geht es dann halt hier auf Let's Jay weiter mit GT Sport und vielleicht noch ein Ballerspiel. Boom, boom, ich habe Bock auf Borderlands und zig andere Spiele. Schauen wir mal, dass das Wochenende nicht so schnell rumgeht und wir ordentlich spielen können. Also in dem Sinne, ich muss jetzt echt gehen. Ihr wisst ja, es fällt mir immer schwer, zum Ende zu kommen. Habt einen schönen Tag. Danke, Leute, fürs Zusehen. Wir sehen uns. Ja, Burn Rubber und Let's J Boom Baby. Macht's gut. Danke. Ciao. Bye, bye.